Welcher ist denn dein persönlicher Lieblingssong von dir? Das ist immer schwer, aber ich liebe auch diese Midst of It All auf meiner Platte. Das ist ganz simpel, aber das entspricht einfach so ein Lebensfeeling, die ich glaube ich viele Leute auch mit identifizieren können. Okay. Bei Sky. Wenn man zuhört. Ja, natürlich. Ja. Bei Sky Wide Open, das hast du ja für deine Nichte geschrieben. Ja. Was ist da der Hintergrund? Ich habe so ein bisschen ihr Leben, ja, weil wir uns so gut kennen und so viel sprechen. Und sie ist so nervös jetzt, sie ist gerade mit dem College fertig und weiß nicht, was sie machen soll. Und ich sage, hey man, alles. Sky is so wide open. Ich meine, du hast alles steht vor dir und mach keine Sorgen. Geh einfach los, fliegen. Eva, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Ich habe jetzt vor, halt so weiterzumachen, live zu spielen, mit tollen Musikern zusammenzukommen. Auch die Möglichkeit, das zu machen, gibt es nichts Besseres eigentlich. Da kommt noch eine Platte, wir schreiben noch, wir spielen noch und ich gehe dann noch auf Tour. Jetzt sind, ich meine, meine große Tochter geht sowieso. Ich, ja, ist ganz leicht. See ya. Und wir spielen einfach, ne? Weiter. Weitermachen. Ja. Wir sind Musiker, wir machen Musik halt. Ja. Ihr lebt auch die Musik, ne? Sicher. Du schreibst auch Musik für den Englischunterricht, so Kinderlieder. Wie bist denn du dazu gekommen? Ja, sind nicht so viele Amerikaner Mütter in der Grundschule gewesen, die sich bereit erklärt haben, das zu machen. Und ich habe gesagt, okay, Leute, ich komm, bring Gitarre und ich versuche, die dann irgendwas beizubringen. Und als ich dann gelesen hat, was man denen beibringen soll, wie Ring Around the Rosie und London Bridge, habe ich gesagt, nee, Leute, wir schreiben ein paar Lieder, damit ihr was könnt. Was steht als nächstes bei euch an? Wir machen so ein Song-Event, wir machen so mit so New York Songwriters hier im Knust. Am 11.11. ist der zweite Event. Es sind 4 Songwriters auf der Bühne, verschiedene, und die erzählen von ihren Liedern und spielen ihre Lieder in der Reihe nach. Es ist ein ganz schöner Abend, und dann nach dem Band Ari Hess kommt, ist ganz toll. Und das geht noch weiter und wir gehen auf Tour, ne? Wir spielen. Spielen. Ja. Na, was auch anderes.